Michael Post ist ein Künstlerkollege, den ich sehr schätze, weil er Arbeiten macht, die ich so in dieser Form noch nie gesehen habe und wir uns in unserem künstlerischen Denken sehr nahe sind. Heiner Thiel ist ein Bildhauer, der halbplastische, skulpturale Formen macht, die an der Wand hängen und sehr schön stark farbig in Erscheinung treten. Das hängt damit zusammen, dass er einen Weg gefunden hat, seine halbplastischen, skulpturalen Formen zu eloxieren, was eine einzigartige, fast singuläre Farbwirkung erzeugt. Und das ist eine wirklich überzeugende Kombination zwischen Form und Farbe. Heiner Thiel und Michael Post arbeiten seit etwa 40 Jahren zusammen. Als Künstler, als Kuratoren, Ausstellungsmacher und als Buchautoren. Im Moment ist viel zu tun. Eine große Ausstellung in den USA steht vor der Tür. Dafür müssen neue Arbeiten entworfen und hergestellt werden. In einer ländlichen Region im Hunsrück, etwa 70 Kilometer von Wiesbaden entfernt, bereitet auch Michael Post neue Arbeiten vor. Die Wandobjekte, an denen er arbeitet, wirken wie Spiegel. Spiegelungen sind ein Thema, mit dem sich Post seit etwa 40 Jahren auseinandersetzt. Diese beiden schwarz lackierten, mit Autolack schwarz lackierten Trapeze, die werden an der Wand als Diptychon hängen und aufeinander zulaufen in Form einer perspektivischen Verkürzung, die Sie hier schon angedeutet sehen. Dann wird in der Mitte, wo die beiden aufeinandertreffen, ein Spalt sein. Und der ist entgegengesetzt der perspektivischen Verkürzung erhaben. Das heißt, er tritt gar nicht nach hinten, sondern kommt etwas nach vorne. Dunkle Wandobjekte, die spiegeln, sind ja nichts Besonderes. Aber so, wie Michael Post seine Arbeiten anlegt, sind sie einmalig. Und die Rückseiten der beiden Trapeze, die werden gelb fluoreszent bemalt, sodass dieser Spalt in der Mitte eine hellgelbe, lichtdurchfluteten Abstand zwischen diesen beiden Trapezen haben wird. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Arbeit wirken wird. Die farbigen Reliefs von Heiner Thiel erfordern eine umfangreiche Planung, denn einige wichtige Arbeitsschritte hat der Künstler ausgelagert. Nach der Berechnung der Grundform, sie besteht aus einem Kugelsegment, werden die Aluminiumrohlinge in einem Industriebetrieb in die gewünschte Form gebogen. Man spricht hier von Kümpeln. Im Anschluss müssen die Formen akribisch glatt geschliffen werden. Das Schleifen ist eines der wichtigsten Teile des ganzen Prozesses, weil letztendlich davon die Oberfläche abhängt, die hinterher beim Eloxieren ja entsteht. Und die kleinen Produktionsfehler, die beim Kümpeln da entstehen, das sind hier so kleine Dellen, bedingt durch die Werkzeuge, die wir verwenden in der Schwerindustrie. Da sind die nicht immer so ganz feinmechanisch glatt. Und das muss ich natürlich rausschleifen, weil man das am Ende sonst gnadenlos im Eloxal sieht. Ne? Während in Wiesbaden die Vorbereitungen für den spannenden Prozess des Eloxierens laufen, bei dem die Kunstwerke von Heiner Thiel ihre unvergleichliche Farbe bekommen, ist Michael Post mit einer Arbeit beschäftigt, deren Idee in die 90er Jahre zurückgeht. Auch hier erkennt man noch nicht, wie spannend die Arbeit nach der Fertigstellung aussehen wird. So viel kann man verraten, dieser Kreis besteht aus mehreren langgezogenen Tetraedern. Es ist eine Endlosschleife, es ist, wenn man so will, ein Circulus Viciosus, weil wenn man drauf guckt, man kommt da nicht mehr raus. Ja? Also das Auge geht immer im Kreis rum und es gibt keine zunächst mal befriedigende Antwort, wie das Ganze gebaut ist. Das ist übrigens auch rätselhaft, weil jeder fragt mich, was ist das für eine Form? Und ich lege ja immer Wert darauf, dass ich singuläre Dinge entwickle, die jemand in dieser Form jedenfalls vorher noch nicht gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass es so eine Form auch kein zweites Mal gibt. Unterdessen werden zwei Reliefs von Heiner Thiel in der Firma Alutecta in Kirchberg mit Hilfe eines elektrolytischen Verfahrens mit Farbe beschichtet. Nur auf diese Weise erhalten die Kunstwerke von Heiner Thiel ihren besonderen Look. Der Prozess geht über zahlreiche Bäder und dauert mehrere Stunden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Nach der Entfettung und weiteren Arbeitsschritten wird die Oxidschicht aufgebaut, in denen die Farbe dann eingelagert und am Ende, wie die Fachleute sagen, verdichtet wird. Aber warum dieses außergewöhnliche, sehr chemisch-technische Verfahren?
Dieses Hartschicht ist extrem dünn, das sind 26 μ. Also das heißt 26.000 Millimeter. Also das ist dünner als Mäntel. Ah. Und das ist ja das Schöne, dass trotz dieser Präsenz der Farbe, sie so dünn ist und absolut homogen. Also ich glaube, kein Maler kann eine Oberfläche so homogen malen, gleichmäßig, wie jetzt hier das passiert in diesem Prozess. Zurück in Wiesbaden müssen die farbigen Reliefs von Heiner Thiel natürlich noch weiter bearbeitet werden. Diese andersfarbige, graue Aluminiumkante ist ganz wichtig, um das Kunstwerk in seiner plastischen Besonderheit später wahrnehmen und würdigen zu können. In dem halben Jahr, in dem ich Michael Post und Heiner Thiel begleitet habe, laufen ganz viele Prozesse parallel ab. Natürlich ist es für die Künstler wichtig, dass sie in Sammlungen, in privaten, in kommunalen oder in staatlichen Kunstsammlungen vertreten sind. Viele Arbeiten von Thiel und Post wurden zum Beispiel vom Land Rheinland-Pfalz angekauft. Zwei ältere Kunstwerke bekommen jetzt in Berlin einen neuen, sehr prominenten Platz in der Landesvertretung des Landes Rheinland-Pfalz. Diese Arbeit von Michael Post, 25-teilig, Acrylfarbe auf Holz, besteht aus Tetraedern, einer Form, die es Michael Post ganz besonders angetan hat. Das ist eine 25-teilige Installation aus der Serie der sogenannten Bivalenzen, das ist ein Titel von mir. Und die Arbeit ist im Jahre 2001 mit Landesmitteln für die Rheinland-Pfälzische Kunstsammlung angekauft worden. Hing dann über 20 Jahre im Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Mainz und hat jetzt wohl einen längerfristigen Platz gefunden in dieser schönen Bibliothek der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Berlin. Ein blaues Relief von Heiner Thiel bekommt hier in der Landesvertretung des Landes Rheinland-Pfalz einen ganz besonderen Platz, einen Platz neben einem seiner großen Vorbilder. Der Platz für die Arbeit ist ideal, denn der lichtechte Farbauftrag kommt durch das viele Licht in diesem Innenraum des Gebäudes sehr gut zur Geltung. Das Schöne daran ist, dass diese Arbeiten diese Metallizität des Aluminiums nicht verbergen. Man sieht es an den Kanten, man sieht es auch durchschimmern, weil das Blau ist sehr transparent. Und dieser Verlauf, der hier in der Arbeit zu sehen ist, ist nicht irgendwie erzeugt künstlich, sondern das entsteht einfach durch die Lichtwirkung. Je nachdem, wie man davor steht, verschiebt sich auch der Farbeindruck. Also was auch gerade diesem Denken des Perspektivwechsels natürlich sehr entgegenkommt. Und jetzt habe ich hier einen sehr schönen Platz gefunden, direkt in der Nähe einer Skulptur meines großen geliebten Vorbilds Hans Arp. Und bin ich glücklich, dass das jetzt hier hängt und dass man es auch sieht. Die Zufriedenheit der beiden nach dem Berlin-Besuch kann man gut nachvollziehen, wenn nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten Arbeiten einen neuen und vielleicht besseren Platz bekommen und so noch präsenter in Erscheinung treten können. Die Ausstellung in den USA rückt näher und die Arbeiten dafür sind weitestgehend fertiggestellt. Das sind die neuen jetzt. Das sind diese neuen Spiegelobjekte. Du weißt ja, ich habe mich früh schon mit Spiegeln beschäftigt in meiner Arbeit. Ja, ich habe jetzt diese neuen Arbeiten hier mal hingehängt zum Fotografieren. Du weißt ja, dass die Galeristin, die Charlotte Jackson, wollte nochmal Arbeiten sehen, die jetzt neu sind. Spiegelnde Wandobjekte mit farbigen Schatten. Was sehe, was erlebe ich, wenn ich diese Kunstwerke betrachte? Das spiegelnde Objekt interessiert mich eigentlich seit 40 Jahren. Ich habe früher mit realen Spiegeln gearbeitet, dann habe ich mit Metallen gearbeitet, die spiegeln. Und neuerdings, und das sind jetzt hier die neueren Arbeiten, arbeite ich mit Lacken. Lacke, die hochglanzpoliert sind, das sind Autolacke, die eben einen weiteren Aspekt in meine Objekte bringen, nämlich die Reflexion in den Raum hinein. Das heißt, der Raum wird reflektiert, der Betrachtende wird reflektiert.
Und das Licht und die Gegebenheiten des Raumes spiegeln sich eben in den Oberflächen dieser Objekte wieder. Das interessiert mich deswegen ganz besonders, weil es gibt drei Aspekte, die mich eigentlich seit vielen Jahrzehnten beschäftigen. Das ist einmal das an der Wand hängende Objekt, das immer noch etwas mit dem Bildwesen zu tun hat, weil es eben an der Wand hängt. Zum anderen ist es die Reflexion, das heißt, die Wand wird einbezogen in die Thematik des Objektes, indem die Verschattung, die farbige Verschattung, auf die Wand projiziert wird. Auch in Wiesbaden bei Heiner Thiel sind die Arbeiten für die Ausstellung in Santa Fe abgeschlossen. Bei seinen Arbeiten ist es besonders wichtig, wie man den farbigen Reliefs begegnet, um die Besonderheit des Farbauftrages auch zu erleben. Am besten nähert man sich der Kunst durch Bewegung. Also zunächst mal stehe ich ja direkt vor dem Objekt und erfasse es mit einem Blick mehr oder weniger. Und dann wird es erst richtig spannend, wenn ich mich davor hin und her bewege. Also zum Beispiel, wenn ich die Kanten betrachte, wie sich das verändert, wie eine Linie, die vorher gekrümmt ist, plötzlich zur Geraden wird und wie sich auch dabei die Farbe im Objekt selbst auch verändert. Also dass dann eine Verschiebung stattfindet. Das, was vorher hell war, wird plötzlich dunkel. Das, was vorher rot-orange ist, wird plötzlich braun, fast schwarz. Und besonders interessant ist es natürlich, dass das ja ein dreidimensionales Objekt ist, obwohl es sich ja an der Wand befindet und so auch irgendwo zum Bild wird. Und man die Rückseite mit gleichzeitig sehen kann. Also aus einer extremen Position sieht man beides, die Rückseite und die Vorderseite. Und das ist halt bei einem Tafelbild ja nicht gegeben. Also ist das letztendlich noch Skulptur im Wesentlichen, vielleicht Relief, wenn man so sagen will. Und bei hier so einer Arbeit, bei dieser gelben, wird es natürlich noch verrückter, weil einfach da durch diese ganz freie biomorphe Form, die ja auch an Skulpturen von Arp erinnert, da letztendlich das für den Betrachter fast nicht mehr nachvollziehbar ist, dass das letztendlich ein Teil einer Kugeloberfläche ist. Also da sind immer wieder die Betrachter ganz erstaunt und sagen, was, das ist eine Kugel, das sehe ich aber nicht. Nein, aber es ist tatsächlich letztendlich so, dass wenn man sich eine Kugel vorstellt mit einem Radius von 2 Metern oder 1 Meter und ich einfach diese Form auf diese Kugeloberfläche aufzeichne und dann ausschneide, dann ist es immer noch eine Kugelform, aber es ist gar nicht mehr so wahrnehmbar. Die Ausstellung, die in den USA stattfinden wird, trägt die Bezeichnung Embodying Color Outtakes und erinnert so an die lange Reihe von Ausstellungen, die Post und Thiel in den letzten Jahren kuratiert und organisiert haben. Outtakes, weil neben Post und Thiel nur noch Peter Weber in Santa Fe mitvertreten ist. Die Embodying Color Ausstellungsreihe war in den letzten 10 Jahren, wie hier in Soest, in vielen europäischen Städten zu sehen. Im Vasarely-Museum in Budapest, in Zürich, im französischen Crêt und in Koblenz. Begonnen hatte alles 2013 in Wiesbaden. Und auch nach so vielen Jahren hat Embodying Color nicht an Bedeutung für die beiden Künstler verloren. Ja, Embodying Color war ja eine Ausstellungsreihe, die Michael Post und ich zusammen ins Leben gerufen haben. Embodying Color, die Verkörperung der Farbe. Also es geht darum, dass wir Arbeiten schaffen, wo die Farbe eine wichtige Rolle spielt und nicht jetzt im Sinne einer illusionistischen Malerei, wo etwas dargestellt wird, ein Bild gemalt wird, sondern es geht um die Bedingungen des Sehens von Farbe. Also wie ich mich vor einer Arbeit bewege und dann der Farbeindruck sich verändert. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt bei meiner Arbeit und auch bei der Arbeit von Michael Post. Und das hat sich letzten Endes, was meinen Fall betrifft, zu einer Art Embodying Color entwickelt, weil die Farbe selbst körperhaft wird. Das heißt, es geht nur darum, der Farbe eine Plastizität zu geben. Schaut man auf die künstlerische Entwicklung der letzten 40 Jahre bei Heiner Thiel und Michael Post, dann kann man sicher sein, dass ein kreatives Ende noch lange nicht in Sicht ist.